So, da sind wir wieder in der Soul Silver Soul Link Challenge. Und. Hallo. Chris steht noch beim letzten. Ich stehe immer noch vom Cliff, vom Cliff Turm, Dude. Aber ich sehe da hinten schon ein Item. Was war das bei dir? Sternstück. Titansbeere. Mensch, die Bären sind doch für den Lugiboy gedacht. Du willst auch die Bären haben. Die Bären. LOL! LOL, ich hätte ja auch einen Hopspross kriegen können. Ja, alles klar! Was für ein Streit denn? Alter! Das trifft gar nicht! Kann nicht sein, ey! Ja, irgendwas ist beim Randomizer schiefgelaufen. Dann doch, letztes Mal hatten wir Vatribi und wir hatten. Weiß ich nicht, was für Sachen. Was ist das denn die Chris-Einstellung einfach gewesen? Crazy, ey. Viele Hopsprosse. Hopspross all the way. All the way einfach. Kannst du mir ja nicht. Kannst du mir besiegt das jetzt übrigens auch gerade, also. Ja, könnt ihr. Kannst du ja nicht. Das ist wieder, das hat wieder Synthese, weißt du? Vielleicht besieg ich's doch. Alter. Vielleicht besieg ich's doch nicht. Wenn das nicht aufhört mit der Synthese. Oh mein Gott. Alles klar, da ist ein Platscher. Ein Todesurteil! Also klar. Oh. Weißt du, das scheint mir jetzt auch nur so eine blöde Attacke, die irgendwie 90% oder 70% Hitrate hat. Und nicht Synthese! Kollege! Das muss doch nicht sein! Ich sehe es nur, du hörst nur, das ist einfach. Das dauert so unendlich lange. Wie gesagt, ich verfehle halt auch immer mal wieder. Weißt du? Also ich hab nicht mal konstanten Damage. Ah gut, es ist vergiftet, aber. Ja gut. Synthese! Synthese! Ja, freut mich mal, gibt dir auf jeden Fall einen guten Namen für die Folge, ey. Komm, jetzt machst du Platscher. Platscher, 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 Platscher. Okay, ich bin zuerst dran und treffe das. Das war's ja jetzt. Jawohl. Mein Hauptspross ist Level 4. Ich habe jetzt wie lange gebraucht? 2 Minuten? 42 Erfahrung. Du hast dich wacker geschlagen. Hier im Verfinsenturm erarbeitet sich Pokémon eine strahlende gemeinsame Zukunft oder suchen im Training Bestätigung. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Erlaube mir die Freundschaft zwischen dir und deinem Team zu erproben. Das sind alles useless Wichser. Mein Team. Ja? Würmchen auch, das finde ich frech. Wobei noch wahrscheinlich eher nur Raserei. Im Moment ist Würmchen der useless-ste. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Er kann am wenigsten. Ist jetzt nicht so gut. Das potenziell. Oh, Crescendo setzt Wachstum ein. Kevin! Konfusion! One-Hit, aber gut, auch ein Crit. Aber One-Hit, easy. Oh, Schleimi, das hat noch nicht für ein Level abgereicht bei Schleimi. Das ist sad. Was mach ich denn jetzt? Weiß ich. Wechsel ich wieder rüber auf Schleimi, was ist denn hier? Oh, 14 Erfahrung fehlen noch. 14! 14! Ja, genau. Ja, er muss ja rüber wechseln. Ich habe übrigens auch, habe ich festgestellt, gesehen, ein Item, was Gesteinsattacken verbessert. Ja? Ja. Wie viele gibt's denn davon? Einige. Vielleicht habe ich auch noch eins, was du auch hast. Und jetzt wechsle ich wieder zurück auf Kevin. Schon frech, dass Kevin dein stärkstes Pokémon ist. Da will ich mich Gedanken machen. Und Kevin ist genauso stark wie Spinat im Moment. Aber Kevin ist halt einfach gut gegen Novenza. Kevin ist genauso stark wie Spinat. Popweilers Größen, Alter. So, jetzt wo alle Knuffensas tot sind, erreicht Schleimi Level 8. Schleimi lernt Blut. Ja, das hätte ich vorher gebraucht. Womit mache ich denn jetzt das Hut eigentlich? Das ist so eine Frage. Muss ich mal überlegen. Ja, erstmal auf jeden Fall mit Kevin.
Er bin jetzt nämlich der König. Puh, das macht aber nicht viel Schaden. Hypnose. Das ist genau das Problem. Ich hab eine Idee. Der Schnabel, hast du gesagt, macht viel Schaden. Ja, also bei mir schon. Im Verhältnis natürlich. Ja, das stimmt, der macht nicht wenig Schaden. Gähner mache ich jetzt. Aber der schläft nicht direkt. Ach lol, Insomnia hat der. Oh! Er rickt. Also ein Schnabel müsste ich noch aushalten. Soll ich das risken? Mit Schleim. Nee, ich kann das mit Schleim nicht risken. Ich brauch Schleim für den nächsten Orden. Wenn du Schleim verlierst, dann hast du den Orden. Hast du den Orden, ne? Der wird ja gerickt. Automatisch. Alles klar, ich muss Spinat nehmen. Das ist natürlich, Schnabel macht natürlich auch übel viel Damage. Nose, Alter. Ich morgen, ich hätte auch einen Trank nehmen können. Es kommt. Hättest du machen. Alter, jetzt hat sich mein Headset-Kabel hier schon wieder verfangen. Das kriegt alles. Wie macht das denn, Schnabel? Ach. Spinat, du musst aufwachen jetzt mal in nächster Zeit hier. Jetzt werden wir ja keinen Spinat mehr haben. Das wäre nicht so gut. Riske ich, dass er crittet, oder riske ich es nicht? Tja. Das ist eine Frage. Pass auf, ich benutze ein Heil-Item, ja. Erste. Ja. Boah, Töpfchen, ne? Spinat. Schlag. Ich möchte es nicht riskieren. Aber du musst halt jetzt aufwachen. Na, hab ich noch irgendwas? E-Gift? Doch Beeren noch oder so, oder nicht? Ja, aber keine Beeren, die irgendwas machen. Du musst aufwachen! Heuler ist in Ordnung. Hat sowieso keinen Angriff. Jetzt schläft dich schon fest. Wie lange kann das maximal schlafen? Keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt gegen das Hutu? Alter, Geduld macht ja Negativschaden. Geh mal so auf Kevin wieder rein. Können die auf der Bank auch aufwachen? Nee, ne? Nee. Warum nicht? Wie viel macht ihr, Schnabel? Auch so viel. Kevin schläft hier fest. Alter, das kann nicht sein. Heuler, Lärmschutz blockiert es. Kevin ist aufgewacht. Kevin setzt Konfusion ein! Nicht so viel Schaden. Kevin! Kevin! Was ist da los? Nochmal. Jacke von Hudut geht daneben. Jetzt die Konfusion! Yes! Trifft. Alles klar, Kevin MVP. Das ist geschafft. Ja, Kevin MVP, ja, einfach. 120 EP hätte das gegeben. Ja. Und richtig viel Asche auch. Das ist gut. Asche. Klotscher. Teil TM namens Blitz. Warum ist Blitz denn eine TM? Ja, keine Ahnung. Weil du dafür wahrscheinlich dann keinen Orden brauchst. Du könntest die TM zum Beispiel einem Klofenser beibringen. Nein. Lol. Geduld funktioniert nur, wenn du Schaden kriegst, während du da. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Toll, ich kann da durchgehen, okay. Alter, das sah gerade so aus, als wäre da der Weg blockiert. Nichts geschieht. Blut. Ja, ich kann es erstmal benutzen. Was macht der Mensch? Ja. Angriff, die Schaden machen. Oh shit. Fucking Hopspross. Stirb. Och, nee, Alter, diese Leitern regen mich so auf, ne? Der größte Struggle sind aber die Leitern. Der Leiter war schwach.
wird ja wohl keine 12 Schaden machen. Übrigens mache ich auch kein Damage. Dann kann noch zur Flucht. Wo bist du denn jetzt trainieren gegangen? Unterschiedlich. Gerade bin ich auf Route 31, glaube ich. Wie sieht das jetzt eigentlich aus mit den Arena-Fort-Dudes? Ja, wahrscheinlich trainieren wir vorher ein bisschen, oder? Lieber. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß halt nicht, weiß nicht, die werden halt. Also. Die Arena-Fort-Dudes. Ah, doch. Kommt halt darauf an, was die, was die für ein Level haben. Ja, die über Level 13 werden sie nicht gehen. Kannst du mal schwer von ausnehmen. Wahrscheinlich Level 9 oder so. Vermute ich jetzt mal. Schätze ich jetzt mal. Kann man da nur Risk drauf haben? Du weißt aber, du Risk ist auch meine, ne? Ja, man kann sagen. ist ein gutes Motto für die Challenge, ja. Na, erst mal zum. Ja, meinetwegen können wir die jetzt noch machen. Ist ja noch Zeit dafür. Oh, ich weiß halt nicht, wie viele da sind, ne? Ich würde mal denken, zwei so. Also am Anfang sind nicht so viele, meine ich. Ja, gucken wir mal. Könnte noch drin sein. Können wir erstmal reingehen. Stehst du vor der Arena? Ja, nein, Mann. Ja. Ich war gerade nochmal ein Pokémon Center, wenn ich hier gerade vom Level kam. Ja. So. Waren wir nochmal da oben, glaube ich, ne? Hier. So, jetzt bin ich davor. Oh, jetzt bin ich schon reingegangen. Das war halt nicht mal absichtlich. Aber hier ist nur ein Knopf. Aber wahrscheinlich. Knöpfe sind zum Drücken da. Oh, alter Schwede. Ah ja, okay, zwei Dudes, die davor sind. Komm. What could possibly go wrong? Everybody could die. Maybe. Na, guck, der erste hat nur ein Habitat. Level 9. Das ist ja Level 9, ne? Gut predicted. Ah, wait, Zertrümmerer ist ja Kampf. Ja, richtig. Da war ja noch was. Hab ich doch extra noch nachgeguckt. Ja. Das hätte ich aber auch sagen können. Ja, gut. Hättest du. Machen wir. Ah, nee, das mit Raserei, das probieren wir mal nicht. Ich hab den da extra nach vorne gestellt, damit er. JOO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 
Richtig. Na gut, dann ich geh nochmal zurück, würde ich sagen. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Hast du dir das mal überlegt? Nee. Nicht überlegt. Weiß es nicht. Keine Ahnung, Alter. Kann ich hier an den PC gehen? Was? Kann sagen, jemand ist PC? Pokémon ablegen? Slimy! Ablegen! Ja, aber also wie gesagt, mein... Rip! Tschüss! Tut mir leid, kannst du beim Luigi Boyski bedanken. Oh, Mann, ich muss mal jetzt auf Friedhof nennen. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen unlucky, um mich. So, nehme ich jetzt Hopspross mit oder Wumpel? Hm? Was soll ich von dir killen? Was willst du sagen? Hey, Mann. Wumpel ist Makuhita und Hopspross ist Nidoran, wenn ich ja. Ja, kannst ja aussuchen, was sterben soll. Oh, nee. Das war der Furienschlag, oder? Ja, der Furienschlag, der vier oder fünfmal getroffen hat. Ja, bei mir hat er auch viermal getroffen, das wäre es für Kevin auch fast gewesen. Kevin hatte nur 7 Leben. Ja, dass du auch ausgerechnet von allen das scheiß Täubchen benutzt. Das war ein bisschen unlucky. Übrigens, Totrobi hat mit 1 HP überlebt, nach dem Crit-Schnabel. What the fuck, was machst du? No risk, no fun, ey. Das gesagt, wir sollen halt nicht machen. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ja, was ist denn jetzt? Nidoran? Also, ja, ich nehme Wumpel mit. Okay, Makuhita. Wegen. Meine Fresse. No risk, no fun. Na gut, also eventuell levelt man die doch so bis Level 11. Ja, wäre vielleicht eine Idee, ne? Könnte man machen. Aber ich meine, jetzt ist auch egal. Das habe ich auch kein Schneck noch mehr, was dann Steinwurf oder was lernt. Was ist ja Steinwurf. Wie soll ich denn jetzt die Arena machen? Sag mal, wie hast du dir das vorgestellt? Aber wie wir die Arena machen, seht ihr erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Und ciao, ciao.